Leute, bevor ich euch gleich erzähle, warum Season 18 eine absolute Lückenfüller-Season wird und im Gegenzug Season 19 umso krasser und größer wird, vorausgesetzt unter dem Stern, dass alles endlich reibungslos funktioniert. Vorher nochmal, wer das Video von gestern nicht gesehen hat, es wird zum Start von Season 18 wieder eine fette Verlosung geben. Drei Verlosungen, dreimal Coins, einmal 1000 Coins, 6700 Coins und einmal fette 11500 Coins. Ihr wisst, was zu tun ist. Auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und zum Start von Season 18, wenn dann die ersten Videos anlaufen, wird es natürlich die Verlosung final dann geben. Die Gewinner werden bekannt gegeben von Video zu Video. Ihr wisst also Bescheid. Also bitte nicht vergessen, ausschließlich die Coin-Verlosungen auf YouTube, also dort folgen, ganz, ganz wichtig. Wir legen direkt mal los, Season 18, warum wird es eine Lückenfüller-Season? Wir wissen mittlerweile seit über 4,5 Jahren, dass Apex Legends oder der Erfolg an Apex Legends daran gemessen ist, wie Ranked funktioniert. Also steht und fällt Apex Legends mit dem Ranked-System. Wir müssen jetzt nicht nochmal aufdröseln, was jetzt in Season 17 gerade passiert ist mit Ranked. Also musste Respawn in den letzten 2,5 Monaten so hart daran arbeiten, dass das wieder gefixt wird, um in Season 18, ich sage mal, um den Schaden so gering wie möglich zu halten oder Spielerverluste so gering wie möglich zu halten, damit die, die jetzt weg sind, wiederkommen, mussten in den letzten 2,5 Monaten natürlich sehr, sehr hart daran arbeiten, dass das Ranked-System gefixt wird. Und deswegen ist Season 18 eine Lückenfüller-Season, keine neue Legende, keine neue Waffe. Erstmalig seit Apex Legends Release gibt es kein Map-Update. Und das gab es tatsächlich wahrscheinlich nur aus diesem Grund nicht, weil alles daran gesetzt wurde, das Ranked-System zu fixen. Weil faktisch war es so, dass Millionen Spieler sich nach 2-3 Wochen gesagt haben, Master, jawohl, ich spiele was anderes. Was willst du jetzt, Master, noch weiter grinden? Weil PUBG ist keine Herausforderung, Team Deathmatch und Co. spielt kaum einer, der zumindest Apex Legends nur wegen Ranked spielt. Und ich spiele auch hauptsächlich eigentlich nur Ranked und PUBG ist einfach nicht so ganz meine Welt, auch wenn das ab und zu bockt. Aber im Grunde muss Respawn und natürlich EA mit einem fetten Arschtritt sagen, Ranked muss gefixt werden, ansonsten sind sie alle weg. Und genau das steht im Mittelpunkt für Respawn und deswegen ist Season 18 eine Lückenfüller-Season. Es gibt einfach kaum was Neues. Revenant Rework. Natürlich, wenn Ranked gut gelaufen wäre, gehe ich trotzdem davon aus, so wie sie das Rework von Revenant in Szene setzen, können wir sicher sein, dass das so oder so geplant war und keine neue Legende in Season 18. Ich hatte erst in Vermutung so ein bisschen, okay, wenn alles glatt gelaufen wäre, hätten wir eine neue Legende bekommen und das Rework, aber es wurde einfach zu krass in Szene gesetzt und teilweise waren diese Trailer so episch mit die geilsten Stories von den Outlands Trailer, die es überhaupt gab und von daher, glaube ich, muss man da nicht drum herum reden. Natürlich gab es schon andere Legenden-Reworks, die vielleicht nicht ganz so heftig, aber vom Umfang fast gleich waren. Aber ich denke trotzdem, dass das der Mittelpunkt war. Dann gibt es den Charge Rifle Rework und das ist eigentlich schon das Größte, was in Season 18 passiert. Keine neue Legende, keine neue Waffe, kein Map-Update und so weiter und so fort. Also im Mittelpunkt steht einfach das Ranked-System, was hoffentlich gefixt wird. Und wenn ich da noch 5 andere krasse Neuerungen in Season 18 einbringe, die vielleicht dann noch mehr Probleme auslösen können, stand eben Ranked im Mittelpunkt. Und warum wird Season 19 eben umso krasser? Natürlich wird ein bisschen was aufgearbeitet, aufgeholt. In Season 19 können wir natürlich erwarten, das Stormpoint Rework. Und es ist nicht nur ein bisschen Mini-Map-Update, sondern tatsächlich ein Rework, was wir bekommen werden. Die Teaser waren allesamt okay, aber nicht weltbewegend. Aber in Season 19 kommt dann das Stormpoint Map Update. Wir bekommen keine neue Map, die wird auf dem Geburtstag am 4. Februar oder eben zum Release von Season 20 gibt es dann die neue Map nächstes Jahr zum 5. Geburtstag. Aber sprich, im Mittelpunkt Season 19 gibt es eben Stormpoint Rework, Conduit, die neue Legende, da bin ich gespannt, ob es der Name bleibt, ob es die Fähigkeiten bleiben, weil meine Theorie um Uplink und Conduit als ein und dieselbe Legende könnte ganz gut passen. Dann bekommen wir eventuell eine neue Waffe obendrauf. Ihr wisst, wir hatten seit der Car eine Einjahresdurststrecke mit einer neuen Waffe und die Nemesis war jetzt die letzte Waffe, wenn Season 18 vorbei ist. Haben wir ein Dreivierteljahr, sprich drei Seasons lang, wieder eine keine neue Waffe
Durststrecke und die Charge Rifle nur als heftiges Rework kannst du nicht als neue Waffe bezeichnen, auch wenn sie sich so anfühlt, gehe ich mal davon aus, dass wir dann in Season 19 vielleicht auch eine neue Waffe in den Händen halten. Es wurden viele, viele Waffen schon in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich geleakt. Also es gibt locker 5, 6 Waffen, die ich euch jetzt theoretisch aufzählen könnte, die kommen könnten. Und natürlich das größte Ding in Season 19 ist das Apex Legends 2.0 Engine Update. Und da möchte ich nur zwei von über 40 Angriffspunkten sagen, die überarbeitet werden. Zum einen die Sounds und gerade visuelle Effekte. Granatenexplosion, Smoke und so weiter und so fort. Und genau deswegen wird Season 19 um einiges krasser und größer als Season 18 natürlich. Und ich verstehe auch, dass in Season 18 nicht alles so voll geballert wird von der Logik her, weil alles, was neu ist, kann noch mehr Probleme bringen. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und Leute, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt und freue mich natürlich morgen mit euch oder für euch in die neue Season hinein zu streamen. Ich denke mal, dass ich so 18:30 spätestens online sein werde, um mit euch die neue Season zu feiern. Vergesst nicht zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr dann ab Dienstag, wenn dann die ersten Videos oder Mittwoch, die ersten Videos so langsam eintrudeln auf meinem Kanal für Season 18, gibt es dann die Verlosung. Von Video zu Video wird der nächste Gewinner ermittelt und die nächste Verlosung gestartet. 3 Gewinner an der Zahl. Ihr wisst Bescheid und als Hauptpreis der 3. Gewinner mit 11.500 Apex Coins. Und das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig fette Sache. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Rest Montag, einen schönen Start allgemein in die Woche. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.